Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute zeige ich euch den Lachs in Teriyaki Marinade und den machen wir heute im Ninja Foodie Grill. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Alles liegt bereit für den Lachs in Teriyaki Marinade. Heute möchte ich mal ein Rezept machen aus dem Kochbuch hier, aus dem kleinen Kochbuch von Ninja selber. Da gibt es ein sehr leckeres Rezept und zwar Lachs in Teriyaki Marinade. Na, ihr seht, das ist wirklich übersichtlich. Das ist nicht kompliziert, da braucht man nicht viel für. Das möchte ich heute mal ausprobieren. Was brauchen wir? Klar, wir brauchen Lachs und hier wichtig, ein Lachs auf der Haut noch. Also kein Lachs, wo die Haut schon abgezogen ist, denn die soll hinterher knusprig werden und kann mitgegessen werden. Und das Einzige, was wir dann noch brauchen, ist, ja, Teriyaki-Marinade, wohl Teriyaki-Soße. Wir brauchen noch ein bisschen Teriyaki-Soße. Das ist auch schon alles. An Werkzeugen hier, ja, jetzt so eine kleine Box, wo wir den Lachs gleich einlegen werden und eine gute Stunde marinieren werden. Und auf jeden Fall ein Thermometer, damit ihr wirklich die Kerntemperatur vom Lachs feststellen könnt. Ihr könnt es auch ohne machen. Ich tippe jetzt hier mal nach meiner Erfahrung mit dem Gerät 10 bis 12 Minuten. Viel länger braucht der Lachs hier nicht, aber wenn ihr es genau wissen wollt, dann nehmen wir hier ein Thermometer und messen die Kerntemperatur. Dann fange ich mal an und mariniere ganz schnell den Lachs. Ja, Vorbereitung wirklich einfach. Wir nehmen unseren Lachs jetzt, geben den einfach hier in eine Box. Ja, so. Schon mal so ein bisschen Teriyaki-Soße darüber. So, dass der Lachs auch wirklich hier in der Soße so ein bisschen schwimmt und benetzt wird. Gebe ich auch hier nochmal einen ordentlichen Schuss Teriyaki-Soße dazu. So, jetzt müssen wir noch gucken, dass wirklich der Lachs komplett benetzt ist hier von der Soße. Ich denke, das reicht auch. So, jetzt schließe ich meine Box. So, jetzt könnt ihr hier die Box immer so ein bisschen drehen. Bei mir wird das Ganze jetzt hier eine Stunde, gute Stunde mariniert. Wenn ihr genug Zeit habt, könnt ihr es auch über Nacht machen. Aber eine gute Stunde reicht zum Marinieren für den Lachs und dann sind wir jetzt wieder am Ninja. So, mein Lachs ist fertig. Ich persönlich mag es nicht, wenn Fisch innen glasig ist. Ich möchte ihn gerne ganz durch haben. Also mein Lachs soll dann eine Kerntemperatur von 60 haben, wenn ich ihn rausnehme. So, wie weit müssen wir bis zur Mitte? Oh, ungefähr hier, ne? So, jetzt müssen wir gucken, dass wir auch wirklich im dicksten Stück hinterher die Spitze haben. So. Ja, das dürfte passen. Aufpassen, dass es nicht rausfällt. Ja, so viel erstmal jetzt zum Lachs und jetzt können wir unseren Ninja anschmeißen. Und da sagt jetzt hier das Rezeptheft, wir stellen auf Maximum. So, ich mache erstmal den Ninja an jetzt. Und dann seht ihr hier, wir haben ja hier 5 verschiedene Funktionen, ne? Grillen, Airfry, Rosten, also braten, roast, backen oder eben zum Dehydrieren, zum Trocknen. Und wir machen den Fisch jetzt auf der Grillstufe, also Grill. Und wenn ihr die einmal drückt, die Taste, dann ist er hier bei High, also noch nicht ganz hohe Temperatur. Und das Kochbuch hier sagt aber, wir sollen auf jeden Fall die höchste Temperatur nehmen, also Max, dann sind wir bei 265 Grad. Von der Zeit her im Rezeptheft steht jetzt hier 8 Minuten. Ich bin relativ sicher, dass die großen Stücke nicht reichen werden. Das wird bei 8 Minuten noch nicht reichen. Ich habe das Rezept schon ein paar Mal ausprobiert und bei der Größe liegt man immer so zwischen 10 und 12 so über den Daumen. Deswegen setze ich jetzt hier mal 12 an. Wir können ja immer noch den Fisch zwischendurch rausnehmen, wenn er dann zu heiß wird oder wenn die Temperatur erreicht ist. Also ich stelle jetzt hier mal auf 12. Ja, das ist auch schon alles, was wir machen müssen beim Ninja, beim Foodie Grill. Und jetzt drücke ich auf Start und er braucht so 8 Minuten so über den Daumen, bis er aufgeheizt ist und dann meldet er sich wieder hier mit Add Food, also das Essen reingeben, die Lebensmittel reingeben und jetzt starten wir ihn erstmal. So, und ihr seht,
Der Ninja Foodie Grill hat sich gemeldet. Ne? Er ist vorgeheizt jetzt und sagt jetzt eben bitte Add Food, also jetzt die Lebensmittel in den Grill geben. Und das machen wir jetzt auch. Ihr seht jetzt hier, mein Fisch hat 21 Grad. Kann man das lesen? Ja, ne? 21 Grad. Und er soll jetzt 60 Grad Kerntemperatur erreichen, dann sollte er fertig sein. Und jetzt gehen wir mal den Fisch in den Grill. Ja, das geht. Der Foodie-Grill ist, ihr hört schon, der Ninja Foodie ist richtig heiß. Ja, so. So, ein bisschen weiter zurück. So, und jetzt schließe ich den Grill und ihr seht, er macht jetzt weiter und zählt jetzt die Minuten runter und jetzt gucken wir zwischendurch natürlich rein und wenn unser Fisch die 60 Grad erreicht hat, dann kommt er raus. So, 60 Grad sind erreicht, ihr seht es hier und jetzt wollen wir mal gucken, wie der Fisch aussieht. Wow! Riecht ganz fantastisch und ist auf jeden Fall durch. 61, jetzt wird er schon ein bisschen heiß. Muss raus aus der Form und dann schauen wir mal, ob es geklappt hat. Ja, dann schauen wir mal, ob es geklappt hat. Der Teriyaki Lachs hier im Ninja Foodie Grill. Ist richtig was ganz fantastisch und ihr seht hier jetzt schon mal das Stück, was ich gedreht habe, das hat jetzt natürlich von beiden Seiten hier diese wundervollen Brandmarken hier wie beim Grillen. Ne? Er sieht wirklich toll aus und er riecht auch toll und ich habe ihn ja genau bei 60 Grad rausgenommen und jetzt schauen wir mal, also die Mitte anschneiden, schauen wir mal, wie er in der Mitte so ist. Ist auch richtig kross. Ja. Das sieht gut aus. Ja, der Fisch ist also hier genau richtig geworden. Hat eine wundervolle Farbe innen. Und jetzt müssen wir mal probieren, ob es denn auch schmeckt. Das ist noch sehr heiß. Ja, ihr seht, wunderschön von der Farbe her. Er ist durch auch auf jeden Fall. Bei 60 Grad sollte er das auch. Und jetzt testen wir mal. Sensationell. Nicht trocken. Genau richtig. Die Teriyaki-Soße gibt dem Fisch einen ganz feinen Geschmack. Wenn man ihn noch länger mariniert, wird es wahrscheinlich noch intensiver. Ich habe es ja nur eine Stunde gemacht jetzt hier. Aber wirklich wundervoll. Und auch die Haut hier. Guck mal, ich esse ja normalerweise Haut auch nicht mit beim Fisch. Aber hier kann man die mitessen, ihr seht, kann man das sehen? Ich hoffe, das sieht man so ein bisschen. Die ist auch wirklich kross geworden. Mmh. Herrlich. Wundervoll. Ein toller Fisch. Wirklich toll geworden. Tolle Farbe, toller Geruch, toller Geschmack. Ja, wie ihr seht. Lachs in einer leckeren Teriyaki-Marinade im Ninja Foodie Grill. Hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.